Ja, hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum erhobenen Camellios. Der ist ganz schön abgehoben, der Dude, ne? Ja, wie. Aber was soll man erwarten, wenn er die Infektion, wenn er die Anomalie überwinden kann? Ja, Leute, an diesem Zeitpunkt die heutigen Bilder und wir sehen uns gleich beim Camellios. Wir sammeln jetzt erstmal Örlitze. Hallo, erhobener Camellios, darf ich vorstellen? Das ist meine Knarre. Ich habe sogar den richtigen Dreck zum Start. So, in welcher Hinsicht bist du denn besonders? Lässt sich gut verprügeln. Okay. Und er macht eine gute Giftwolke. Was den so besonders macht, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann mich ja schon mal ein bisschen am Bartalos aufhalten. Warte! Auch nicht drauf, auch nicht drauf! Na verdammt! Sorry, das war unbeabsichtigt. So, ich gehe auf die Flügel und den Kopf. Gönn du dir ruhig die anderen Körperteile. Werde mein Möglichstes tun. Weil ich weiß, dass du als Krieger da sehr, sehr schlecht rankommst. Als Kopf geht, die Flügel sind echt schwierig. Ich habe gerade echt Schwierigkeiten zu treffen, ich weiß nicht warum. Also ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Flügel. Weil die dein größtes Problem auf jeden Fall sind. Wie sind nicht erleuchtet? Da habe ich meine Steaks. Habt ihr jetzt auch nichts Neues? Macht er sich nicht unsichtbar? Zumindest hat er das noch nicht getan. Schaut's mal da rein. Ja, ich glaubte, dass er das nicht muss. Ey, der ist wirklich abgehoben. Der äfft dem Mitsu nach. Der ist nicht erhoben, der ist abgehoben. Ja, Giftregen. Aua. Ah, jetzt macht er sich unsichtbar. Und bringt mich fast um. Ja, mich auch. Und jetzt hat er mich erwischt. Keine Hilfe! Ich stand in der Kackgiftwolke, nachdem ich aufgestanden bin, und das hat mich direkt umgebracht. Bring Spielzeug mit. Ey, hast du dir den Goldzeit im Feuer geholt? Ja. Der stand da so gerade neben. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, mal ein bisschen Spielzeug mitzubringen. Okay, dann jetzt nicht reinpfeifen. Komm, Camellios, hau auf den Rajang. Nee, lass, andersrum. Lass dich noch nicht von den dämlichen Affen verdreschen. Geht doch. Ja, das ist schön, was du da gerade machst. Ich weiß, dass das clever war. Jetzt kann ich mit der Weifer-Munition da reinschießen in die Flügel. Auch wenn ich sie nicht sehe. Da ist irgendwie so ein dicker, fetter Affe im Bild. Stand ja ein Affe im Bild? Ja. Laden, laden, laden. Es ist schön, dass er die Donnerpest drauf hatte. Konnte ich ihn direkt wieder umwerfen. Ja, das ist das Schöne am Randgang. Und Donnerpest verursachen funktioniert immer. Was ich immer mache, ist diesen Elektrostrahl von ihm reinbieten. Den Laser, den großen Laser. Den habe ich auch rausgezimmert und das hat so nicht ganz funktioniert und dann habe ich den kleinen hinterhergejagt. Ich habe gerade nicht so getroffen, wie ich wollte.
Aua! Jetzt hat er mich von der Seite noch gestriffen hat. Schmeckt das hier? Ich hin, danke. Gib mir ein paar schöne Hits. So, jetzt hauen wir schön auf diese Flügel. Hey, wieso hüpfst du? Du kannst dich unsichtbar machen, ich treff die trotzdem. Au. Hey, nicht weghüpfen. Aua. Au. Kräutermedizin. Muss Kai retten. Volltreffer. Und das war zwar ein Distanzschuss, den ich sonst nicht wagen würde, aber bei dem geht das, weil du so langsam agierst. Platz da rein! Das hat mir gerade den Arsch gerettet. Okay. Okay, jetzt weiß ich, wovon ich ein Foto will. Er hat ja die Anomalie angeblich überstanden. Ja, deshalb hat er auch gerade eine Feuerexplosion verursacht. Ich habe Angst und ich bin verwirrt. Das ist doch eine perfekte Kombination. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe Angst, in diesem Giftnebel zu stehen. Hier ist ein Antidoper. Jetzt hat der Gaiao tatsächlich einen von meinen Sakura-Hieben abgefangen, der blöde Fisch. So, zwei Bilder habe ich. Von so einem halbtransparenten Camellius. Au, aber das war's mir wert. Drittes Foto! Der rastet gerade richtig aus. Der verteilt gerade massiv Gift. Ich habe gerade aus Verzweiflung einen meiner Megatrinken geschluckt. Einen von meinen Maxi-Trinken geschluckt. Ich muss mal kurz die Aufnahme eben kurz unterbrechen. OBS zeigt mir hier die ganze Zeit Fehler an. Okay, die Erhabenen sind echt eine Klasse für sich. Kein Wunder, dass du Meisterrang 10 haben sollst. 110. Ja, meine ich ja. Ich sag mal so, hätten wir ganz normal weiter gesuchtet, dann hätte ich das Problem gar nicht. Ja. Ich dachte halt, vom Meisterrang her selber kommt da halt nichts mehr. Das war der Denkfehler. Der kann sein Gift aufsammeln und kann dann eine Giftexplosion entfesseln damit. Ich glaube, das waren seine Flügel. Ja, das dürfte der Flügel gewesen sein. Hilfe, 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 Hilfe. Ich will nicht wie Kai enden. Der ist, während wir wieder zu ihm gerannt sind, wieder gestorben. Und er hat auch eine interessante Zunge. Boah, stell irgendeine Heilung! Oh, ich habe mich gerade noch geheilt bekommen. Ey, der ist abartig, Erhobene. Das ist echt fies. Konterschutz! Oh, war gar nicht nötig, der ist umgefallen. Ja, Donnerpest. Und da, das war sein Schwanz. Jetzt sagst du nichts mehr, du blödes Vieh. Oh, seine Reichweite ist, glaube ich, runtergegangen. Und Giftexplosion. Aua. Hab den Megatrank schon in der Hand. Na ja, gut. Mist, du weißt, den Schweif, den gönne ich mir, sobald er den Raum verlässt. Den müssen wir eh töten. Ja. Oh, hör mal auf, mich zu vergiften! Das Haupt...
das Hauptangriffsmuster von dem Team. Vergiften, vergiften, vergiften. So, ich gehe jetzt auf Detonation. Ich habe noch nie so viel Kräutermedizin verballert. Und der Schuss schon bereit? Ich hatte es einfach bereit für den Fall, dass er mich trifft. Obwohl er so viel Gift dabei wirft, ist das ein echt, also ein Angriff ohne große Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, du kannst ihn sehr gut ausweichen. Und raus aus seinem Wutmodus. Ich wollte gerade sagen, das ist dem Moment, um eben kurz den Schweif zu looten, aber dann haust du mich. Entschuldigung. Das war voll unbeabsichtigt. Hä? Was denn? Achtung! Ach so, das ist nicht die explodiert, okay. Ich wollte dich tatsächlich wenig, nicht wenig, hauen. Wenig, wenig, wenig! Du musst aber. Und er geht wieder in den Wutmodus. Heilige Mutter Gottes. Ich hab noch eine Knallkeule, was sagst du dazu? Ha! Er in der Luft war. So, jetzt können wir den Schweif looten und danach hole ich neue Munition. Erhobener Camellios-Schwanz. Camellios-Peitsche. Oh, ich kann zweimal looten. Hab Zerleger, okay, glaube ich, dabei. Ich sitze auf dem Camellios. Schon wieder? Ja, der Tobi war gerade hier. Ist gerade hier. Der hat ihn abgefangen. Achso, der ist nicht geflüchtet. Der Tobi ist einfach nur in den Raum gekommen. Okay, wir haben das falsch interpretiert. Ja, Schweifluten ging trotzdem. Ich bin hier trotzdem. Hi, darf ich meine Donationsmuni auch abfeuern? War so eine Anfrage, mich nicht mehr zu hauen. Also, vor allem nicht mit dem Tobi. Bist du aufhören, dich jetzt zu bewegen? Du störst. Ich will dich doch nur lähmen. Über meine Zielgenauigkeit reden wir nochmal. So, auf den Schädel! Geh kaputt! Kannst du mal stillhalten? Wieso ist der immer noch nicht kaputt? So, jetzt gehe ich neue Munition holen. Du das, ich sammle mal ein, was ich hier irgendwo verloren habe. Der riecht nie wieder was. Für die, die den Chat gerade nicht verstehen, ich hatte die Aufnahme noch pausiert, weil ich das immer mache, während wir hier rumrennen. Er hat ihm gerade die Nase gebrochen. Er sieht auch so ganz komisch aus. Sag doch, ich habe ihm die Nase abgehackt. Also bei dem anderen weiß ja, dass es ein Horn ist, aber hier sieht das einfach nur merkwürdig aus, wenn das weg ist. Ja, vor allem, weil das Leuchten dann irgendwie fehlt. Hier gibt aber genau dasselbe Zeug wie der normale Camellios, ne? Mhm, zumindest vom Loot selber her. Vielleicht hat er am Ende irgendein Belohnungs-Item, was nur der geben kann. Mhm. Das wäre das ein ziemlich verschwendeter Kampf. Ach, einfach nur fürs Feeling. Und zu Boden. Raus aus dem Boden. Munition! Ist eh schon alles kaputt, ne? Ja, ich glaube schon. Oder konnte man das Ding hier hinten zweimal brechen? Nee, ich glaube nicht. Oh, er ist blau. Ich muss nicht mehr sterben. Ja, er sagt sich so leicht, ich bin bisher nicht gestorben. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. In die Wand mit dir! Oh, ich kann dich nicht ziehen. Ja,
habe ich doch eben gesagt, dass der eine Zeit lang, nachdem er das gemacht hat, nicht ziehbar ist. Jetzt konnte ich ihn ziehen. Die Blauen sehen auch interessant aus. Bleib so liegen. Oder bleib hier stehen. Ha! Ich konnte sie noch reinballern. Hier. Ist auf jeden Fall in ein Lebens. Guck mal, er hört auf dich. Grab. Stirb einfach. Leg dich hin, mach ein Nickerchen für die Ewigkeit. Ah, ein Camellios am Boden. Das Ding hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, das Viech zu zerlegen. Also bei euch kommt es nicht so rüber, weil ich ja die Magie des Schnittes auf meiner Seite habe. Hast du wenigstens gute Fotos? Ich glaube, ich habe eins. Fotos wieder vergessen. Ja, ich habe Fotos wieder vergessen im... Kannst ja ein Foto noch vom Totenkamelius machen. Im Wahn des Überlebens habe ich vergessen, Fotos zu machen. Vergiss das aber auch jedes Mal, wenn ich dich nicht daran erinnern würde. Wenn ich mich auf so, nicht darauf konzentriere, daran denke, dass wir den Fotowettbewerb haben und mich nur darauf konzentriere zu überleben, vergesse ich das. Wow, ich habe drei... erhaltener Edelstein, erhobener Edelstein, der gibt ein Spezial-Item zumindest. Normaler Kamm-Edelstein. Also der gibt so ein, ich kann ja einen Screenshot hinterher schicken. Ich habe auch Camellias erhabener Edelstein. Selten halt 10. Na gut, Leute, das war der erhabene Camellias. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem. Neues Monster. Wenn es euch gefallen hat, ein Like und ein Abo da lassen. Und ich hoffe, dass euch Kais einzigartiges Bild gefallen hat. Das ist nicht sonderlich... Nicht sonderlich interessant, das... Ist das...